Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen zur nächsten Folge der River Ridge Mountains Map auf meinem Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid, mit dem Blick auf den Koloss von Hirschhorn. So habe ich ihn getauft und so bleibt er auch stehen. Ja, auch wenn ich eure Kommentare noch nicht lesen konnte von der letzten Folge, weil ich diese und die letzte Folge nacheinander aufnehme, ich denke, dass einige von euch schreiben, die Brücke wäre zu hoch. Aber mir gefällt's. Ich finde es eigentlich relativ cool. Es könnte vielleicht so 5 bis 10 Meter tiefer sein, aber ich finde es eigentlich sehr, sehr nice. Und sowas hatten wir auch noch nie. Ich finde das schon sehr, sehr cool. Und ja, wir bauen heute die Strecke weiter. Einmal bis nach Linz. Und der gute Wächter im All hatte mal wieder einen super Tipp. Es ist natürlich nicht so förderlich, dass ich die Strecke, die von hier kommt, aus der Sicht gesehen direkt an die rechten Gleise hier dran schließe. Das ist ein bisschen bescheuert, weil ich wäre auch noch hier ins Tal und da müsste ich hier einmal dann drüber. Wir werden dann in der nächsten Folge oder im Stream oder wann auch immer definitiv sehr zeitnah diese Gleise dann hier anschließen, dass wir hier dann natürlich auch einmal hier rumkommen ohne komische Überwerfungen etc. pp. Da kommt der nächste Zug, der nimmt dann hoffentlich wieder ein wenig Holz mit, so hoffe ich. Das sollte aber eigentlich passen, ne? Ja, Holz und Treibstoff, perfekt. Sehr schön. Und dann müsste er ja eigentlich auch, oder hatten die noch nichts hergestellt? Wahrscheinlich hatten die noch nichts hergestellt, ne? Bald ein wenig Werkzeug mitbringen. Aber gut, darum soll es heute nicht gehen. Das gucken wir uns dann in einer der nächsten Folgen wieder an, wie sich das darstellen wird. Ich würde definitiv hier aber erstmal die Ausfahrt bauen, dass wir da schon mal einen Anschlusspunkt haben. So, einmal die Häuschen hier weg. Tut mir auch leid, aber es ist, wie es ist. Genau, und hier fahren wir dann erstmal hier gerade heraus. Warte mal, wir schließen das hier mit an. Bis hier. Und dann einmal hier. Das dann auch hier rein. So. Genau. Und dann müssen wir. Ja gut, wir müssen zuerst. Ja, wir müssen zuerst die Gleise hier neu bauen. 84 Bretter. Weil wir müssen ja hier dann die Rampe bauen, ne? Lassen wir den Zug mal schnell hier die Sachen abladen. Aber die Güter, langsam läuft es an. Das gefällt mir. So, dann nehmen wir das einmal hier. Ich hoffe, hier liegt für die Linie liegt hier zum Glück nichts im Bahnhof. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass die dann die Güter wieder auf die anderen Gleise packen, aber liegt ja zum Glück nichts. So. Dann fahren wir einmal hier rüber. Nimm das Stück Straße hier auch noch weg. Und fahren dann einmal hier hin. Definitiv sehr sinnvoll. Macht natürlich keinen Sinn, hier reinzufahren, wenn man auch noch hier um die Kurve will. So. Und dann müssen wir hier bei der Linie, nur sichtbare Güterzuglinie 2, müssen wir in Münstertal-Abzweig auf die 1. So, dann passt das auch perfekt. Sehr schön. Vor die Weiche ein Signal und dann machen wir hier jeweils noch zwei hin und dann läuft das hoffentlich. Genau. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Bin ich mal sehr gespannt, aber mal sehr, sehr gespannt, wie wir hier rauskommen. Einmal komplett nach oben. Geht das? Oh, das geht sogar. Nicht schön, aber selten. Ja, passt auf. Auch
wenn ich dafür oft gescholten werde, ist mir egal. Ich will hier ordentlich rauskommen. Da müssen leider einige Häuser dran glauben. So. Ne, dass wir auch noch unten drunter durchkommen. So, perfekt. Jo. Mache ich das jetzt komplett als Brücke? Das ist eigentlich die beste Option, ne? Wenn ich komplett als Brücke fahren. Ach, ist immer schwierig. Hier als Brücke. Hier würde ich dann aber gerne mal die nehmen. Zu langsam. 200. Die Brücke hier mit Brückenpfeilen unten drunter. Gehen auch alle Häuser hier flöten, ne? Das sieht nicht aus. Gefällt mir nicht. Das gefällt mir auch ganz und gar nicht. Ah, wir brauchen hier schon was Schnellfahrstreckenmäßiges. Nehmen wir mal die. Zack. Eigentlich ganz schick. Habe ich aber hier die falsche Textur gewählt. Schön neubaumäßig. Und dann haben wir auch den Anhaltspunkt hier. Hier entlang. Boah, was für eine Strecke. Heieiei. Wo kommen wir denn hier wieder raus? Hier. Die ist okay. Kleines Stück noch. So. Tatsächlich ein Stück hier rüber. Kommen wir hier wieder raus. Das ist halt viel Tunnel, aber so ist das bei Neubaustrecken. Die schöne Strecke geht durchs Tal und die schnelle geht halt hier oben lang. Jetzt will ich nur mal gucken, wenn wir das direkt verbinden. Zack. Boah, sind wir viel zu hoch hier hinten, ne? Ach du liebe Güte, nee. Das Einzige, was wir machen. Nee, das geht nicht. Das ist ja viel zu hoch. Ich dachte, wir wären schon viel tiefer. Ach du liebe Güte, nee. Da würde ich hier im Tunnel gleich mal schön Gefälle reinbauen. Das unterirdische Bauen, das macht so viel Spaß. Ja, das war hier schön. Gefällt.
Fälle drin. Irgendwann kommen wir nämlich hier raus. Und das ist schon... Ah, ist vielleicht sogar ein bisschen viel, ne? Ist ein bisschen viel. So, müssen wir hier rauskommen. Na, noch ein Stück hier rüber. Dann kommen wir hier raus. Boah, das ist okay. Das passt auch von der Höhe. Würde ich dann bis hier bauen. Natürlich auch wieder massiv lang, der Tunnel, ne? Tunnel machen wir wie gehabt. Die schöne Tunnelwand. Die Betontunnelwand. Das sind, wer das noch nicht kennt, keine NEP-Gleise, also keine schönen Gleise. Aber halt, dann haben wir eine Betontunnelwand und diese Standardtunnelwand aus dem Grundspiel. Die gefällt mir nämlich gar nicht. So, dann fahren wir hier lang. Hier ist auch noch ein kleiner Tunnel. Bin ja echt kein Tunnel-Fan, aber ja, bei Neubaustrecken ist das voll okay. Da geht es um Speed. Und nicht darum, ob das schön ist oder nicht. Außerdem haben wir ja, hier eine schöne Brücken. Das Highlight natürlich hier einmal die Talüberquerung. Und dann geht es hier einmal rein. Hier fahren wir nochmal raus. Und dann hier entlang. Hier ist jetzt natürlich schwierig mit Glätten. Auf der einen Seite geht das. Auf der anderen wird es schwierig. Ja, müssen wir einmal die Bäume wegnehmen und dann manuell wieder hinbauen, damit wir hier das alles schön glätten können. Na, wer auch das Problem hat, dass er so Bereiche nicht glätten kann, einmal die Bäume wegnehmen und dann funktioniert das. Und dann kommt der Autosave, da geht eh gar nichts. Gefällt mir eigentlich echt gut. Einmal hier rein. Auch gleich schon die ersten Züge losschicken. So. Die Bäume wieder hin. Die Föhren mag ich irgendwie gar nicht. So. Ja, das geht erstmal so. Die Feinjustierung kommt dann mit der Zeit noch. Ist halt auch, ne, wenn man hier durchfährt. Das sieht unschön aus hier, würde ich. Aber wir richten erstmal die Linie ein. Die Schönheitsarbeiten kann man dann immer noch machen. Oh, hier stapeln sich die Bretter, ne? Ja, ihr hattet auch vorgeschlagen, eigene Linien machen für die jeweilige Güterart. Vielleicht keine schlechte Idee, ne? Kommen noch mehr Bretter. Ja, was macht der Treibstoff eigentlich?
kommt der nächste Schwung. Hier liegt der nächste Schwung drin. Beretta. Oh, ist okay. Gut, wir richten jetzt aber hier erstmal die neue Schnellfahrstrecke ein. Oder die erste Schnellfahrstrecke, besser gesagt. Ein komischer Knubbel drin, ne? Sehe ich gerade. Das ist ja unschön. Gut, muss ich mich dann auch noch mal drum kümmern. Dann ist das einmal das linke Gleis, möchte ich rein. Weil die beiden sind dann noch für Regionalverkehr. Da müssen wir einmal hier rein und fahren dann hier wieder hinaus. Zack. KS-Signale haben wir noch nicht. Einmal schön über die Brücke. Ach, das wird schön werden. Ihr kennt das bestimmt, ne? Wenn ihr was gebaut habt in Transportweaver und denkt, wow, das gefällt mir richtig gut. Das kennt wahrscheinlich jeder von uns, ne? Und ja, ich sag euch, wie es ist. Die Brücke gefällt mir halt einfach richtig gut. Doof nur, dass wir auf die Brücke keine Signale bauen können. Weil es ja eine Konstruktion ist, aber die heizen hier eben mit so viel Speed drüber, dass das dann schon hoffentlich kein Problem sein wird. Hier müssen wir auch nochmal ran mit dem Geländetool. Gleichmäßiger aussieht, ne? Und nicht so kantig. Das entlastet dann hoffentlich auch die Regionalstrecke, weil da stehen mir einfach zu viele Buben, stehen mir da noch an den so richtig in Bretter drin. Werkzeuge, die bringen aber auch. Das ist gut. Die sind auch schon versorgt hier. Perfekt. Das ist vollkommen okay. Wir wollen die produzieren. Gut, dann haben wir hier. Hier zwei. Die Weiche haben wir ja schon. Müssen wir hier noch eins hin machen. Perfekt. So. Neue Linie. Von Heidelberg. Und dann gibt es ja nur einen weiteren Haltepunkt und das ist Linz. Sehr nice. Und wieder zurück. Sehr schön. Schnellfahrstrecke Heidelberg. Mega, mega, mega. Züge lassen wir hier rausfahren. Aber in die Richtung machen wir nur eine. Erstmal. Oder kriegen wir hier noch irgendwo. Könnten hier noch ein Depot hinbauen. Passt hier noch eins hin? Eng. Nee, das ist zu eng. Hin.
Nebenbahn lang, Schnellfahrstrecke, Hauptstrecke. Na, hier haben wir eigentlich 815. Ja, ich hoffe wirklich inständig, dass das die Strecke entlastet. Dass da schon die, die nach Linz wollen, die Neubaustrecke nehmen, ne? Und umgekehrt. Schauen wir mal rein, was wir hier schon haben. Haben wir schon ICE? Tatsächlich, wir haben schon ICE. Wir haben schon den ICE. Den müsst ihr euch wegdenken. Und da war es einmal abgeraucht, das Spiel. Aber Gott sei Dank ein Crash-Safe erstellt. Also gar kein Problem. Machen wir einfach da weiter, wo wir eben aufgehört haben. Und kaufen uns einen Zug und merken uns nicht auf den ICE 4 klicken. Ja, ja, Transportfieber, ich liebe dich. Ja, wir könnten auch den Donald Duck fahren lassen. Das wäre 306 Kapazität. 218 Meter. Da lasse ich lieber den Donald Duck fahren, da bin ich ganz ehrlich. Da habe ich mehr Kapazitäten. Lassen wir einmal den Donald fahren. Zack. Elektrifizierte Gleise fehlen. Oho, oho, oho. Haben wir hinten im Bahnhof keine elektrischen Gleise liegen? Doch. Mal gucken hier. Wo hat denn der gute Train Gamer? Keine Oberleitung verbaut. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Ach, das habt ihr mir wahrscheinlich in der letzten Folge schon geschrieben, oder? Nein. Nicht das hier. Das geht, oder? Sag mir nicht, die Brücke geht. Ach, Gott sei Dank. genau. Da haben wir jetzt auch Oberleitung. Ach du liebe Güte, das habt ihr bestimmt schon in der letzten Folge geschrieben. Du hast die Oberleitung vergessen. Aber, boah, Gott sei Dank, jetzt bin ich aber froh, dass das einfach so im Nachhinein geht. Yep. Einmal bitte die Oberleitung an. Hier ist sie, hier noch nicht. Ja, ja, die Verpeiltheit. Die ist halt immer da, ne? So, jetzt dürft's aber gehen. Ach, dafür lieben mich doch meine Zuschauer. Ich weiß es doch ganz genau. So, damit haben wir die Schnellfahrstrecke offiziell in Betrieb genommen. Und was gibt es besser als diese Ansicht, wenn wir mitfahren? Da habe ich ja richtig Bock drauf. Da habe ich richtig, richtig Lust drauf. Die Mitfahrt gibt es dann aber separat. Murp, murp. Und während der losfährt, können wir hier noch ein bisschen pinseln. Die Mitfahrt hebe ich mir für ein eigenes Video auf. Mega. Boah, ich hatte eben so Puls, als mir das Spiel abgestürzt ist. So, nur gucken, hier ist der Bahnsteig lang genug, definitiv, ne? Das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Ja, ja, das ist lang genug hier. Das sind 280. Ja, der ist lang genug. Und in Linz müsste ja eigentlich auch lang genug sein. Ja, ja, das ist gar kein Problem. Ja. Das passt. Gut. Dann schon mal überall pinseln, wo gepinselt werden muss. Hier können wir schon mal pinseln. Hier müssen wir pinseln. Ja, dass der ICE so wenig Kapazität hat, finde ich schon irgendwie. Da
Das ist schon ein bisschen doof. Schon ganz ehrlich sagen. Aber das ist halt Transportüberlogik. Hier einmal den Zwischenraum auffüllen. Boah, das war aber teuer. Das war ja richtig teuer, der eine Zug. Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber wir können von außen mal mitfahren. Hier vorne sieht ihr auch, was ich meine mit diesen Betonwänden. Das sieht halt einfach besser aus. Und dann fahren wir einmal zum Koloss von Hirschhorn hinauf. Ja, müssen wir uns jetzt erstmal mit einem Zug begnügen, bis wir genug Geld für den zweiten haben. Das war schon jetzt sehr, sehr teuer. Und dann einmal hier mit 200 km/h hinüber. Ach, genauso habe ich mir das vorgestellt. Ist das nicht episch? Das ist doch einfach nur absolut genial. Wenn das nicht mega ist, dann weiß ich es nicht. Ah, die Stahlseile verschwinden bei dem Blickwinkel. Macht die Brücke aber nicht weniger cool. Sehr genial. Gefällt mir. Bin ich ganz ehrlich, das ist schon sehr stark. Ja, da kommen genug. Der Zug muss ein paar Mal hin und her dödeln und dann wird das auch passen. So, der nächste Zug, der bringt auch ordentlich. Zack, haben wir wieder 22 Millionen. Und dann wird hier, der sackt hier einmal komplett Rohöl ein. Der hat einmal ja, fast voll eingeladen den Treibstoff. Und dann werden wir dann auch genug Geld machen. Hier kommen wieder ein paar Bretter angefahren. Und hier habt ihr gesagt, soll ich auch mal tauschen? Aber ich würde die erstmal gerne fahren lassen. Das ist schon okay so. Ja, ich werde ein bisschen Geld verdienen hier auf Screen. Das war dann auch schon angekommen. Schon angekommen. Den zweiten Zug hier auf die Strecke bringen können. Definitiv. Weil der kostet natürlich ein bisschen Unterhalt im Jahr. Ja, der passt hier perfekt rein. Das ist sehr, sehr schön. Das Schiff kommt auch, bringt gut Geld ein. Wie viel stehen schon in Heidelberg? Ich hoffe, hier stehen auch schon ein paar. Ja, das ist voll okay. Na, der Zug wird dann auch Plus machen und dann wird sich das auch sehr, sehr schnell rentieren. So, hat der jetzt ein paar Werkzeuge dabei? Ne, das ist ja der falsche Zug. Wo ist denn unser Gütezüglein? Der kann auf jeden Fall Werkzeuge transportieren. Der ist voll mit Weizen und Brettern. Der hat nur Öl. Warte mal, der kann auch Werkzeuge transportieren, ja. Das funktioniert. Hier liegen aber keine. Werden die alle hier nach Bad Wörishofen gebracht? Die wollen nach Bad Wörishofen Transfer. Ja, die werden alle nach Bad Wörishofen im Moment gebracht. Aber die Linie sollte eigentlich Plus machen. Ja, die macht richtig gut Plus. Das gefällt mir. Gut. Läuft erstmal, würde ich sagen. Sehr schön. Ja, wir malen noch kurz ein bisschen, wo wir malen müssen. Malen kostet zum Glück kein Geld. Ja, hier der Hang. Komplett weg. Hier unter der Brücke noch weg. Hier
passt es, kannst liegen bleiben. Das ist okay. Hier ist auch okay. Ja. Super, super, super. Machen wir hier noch eine kleine Brücke drüber. Bisschen flach. Da hinein. Schön. Können Sie auch hier rüber fahren. Sehr cool. 64. Wie viel hat er dabei? Sollte er eigentlich hier schon auf dem Rückweg sein jetzt? Ist er schon hier drüber gefahren? Oh, der ist schon hier vorne. 45. Ja, das wird super anlaufen. Und dann werden wir mit der Linie auch Plus machen. Und dann können wir uns dann auch relativ schnell einen zweiten Zug kaufen. Wir steigen hier nochmal ein in unseren Regionalexpress. Und ich sag danke fürs Zuschauen. Im Hintergrund sehen wir noch die Brücke. Ah, das ist... Ich muss das einfach sagen, das sieht halt schon genial aus, wenn man da so eine talüberspannende Brücke hat. Und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, was eure Meinung dazu ist. Danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.